Hallo meine Lieben, ich habe eine Wohnung zum Vermieten im Erdgeschoss und es ist mit Pool. Ja gut, wie macht man das jetzt? Fällt die Tür hoffentlich nicht zu? Nein. Also, ich zeige euch mal den Pool und wir sind in Kestell. Wir haben hier Fitnessbereich, Fitness, Tischtennis. Und wir haben den Strand gleich hier. Strand ist gleich hier vorne. Hier vorne ist der Strand. Und im Erdgeschoss eine Wohnung. Über 100 Quadratmeter, drei Zimmer, zwei Bäder. Kostet nur 1000 Lira, also 100 Euro. Aber es müssen Sachen repariert werden. Wir sind hier im Erdgeschoss. Sobald jemand zulangt, wird die Wohnung gestrichen. Kleiner Hund oder ein Hund, der nicht viel Lärm macht, der niemand stört, ist erlaubt. Aber wenn jetzt jemand hier einzieht, es gab hier ein Wasserproblem, ein Grundwasserproblem und das ist jetzt teilweise beseitigt. Hier in der Wohnung wird das auch beseitigt. Also zum Kaufen würde ich sowas nicht empfehlen, aber es ist zum Mieten und es wurde versprochen, dass bevor jemand einzieht, dass es ist nicht feucht, es war mal feucht, es ist nicht mehr feucht, es wird neu gestrichen. Okay? Es war mal feucht, es ist jetzt nicht mehr feucht, es wird neu gestrichen. Hier haben wir das Bad, eines von zwei Bädern. Und wir haben das überall. Es gab ein Problem, ja. 1000 Lira. 1000 Lira. Hier haben wir die Küche in einem Extraraum. Es kann aber sein, dass ca. einen Monat eine Baustelle hierher kommt, weil sie müssen hier den Boden aufreißen, um eine Drainage hinzumachen, dass dieses Grundwasserproblem endgültig gelöst wird. Okay? Also hier haben wir den Raum mit der Küche. Und hier, wenn ihr hochhebt, ist der Platz für den Herd und Dunstabzugshaube. Es ist eine große Wohnung und hier haben wir Bad Nummer 2. Also Leute, sowas würde ich niemals empfehlen zu kaufen. Ja? Never ever, langt sowas nicht an. Ja? Hier haben wir Bad Nummer 2. Ganz ehrlich, ich selber würde diese Wohnung nicht mieten, außer es wird mir schriftlich versichert, dass dieses Problem nicht mehr auftaucht. Ja? Also es ist eine Mietwohnung mit 1, 2 und 3 großen Zimmern und 2 Bädern und die Küche ist extra. Also, Sie haben jetzt versichert, das wird alles gestrichen und das Problem ist beseitigt, bis auf die eine Seite, da wird Boden aufgerissen. Gut, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, wer Lust hat, meldet sich. Ihr habt gesehen, das ist in Kestell, nahe Strand und auch noch mit Pool. Okay, soviel von mir. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Çok teşekkürler. Hadi abi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler.
So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.